Hallo, ich grüße euch total recht herzlich hier im Filmstudio. Ja, das ist ein Filmstudio. Tja, ich bin unbekannt, das ist aber nicht so schlimm, weil ich ziemlich bekannt bin, aber nicht für dich, den Zuschauer. Der Zuschauer kennt mich nicht, muss mich auch nicht kennen. Ich muss gar nicht da sein, okay? Bin aber relevant. So, wir sind hier im Medienhaus Nordrhein-Westfalen. Medien, so. Leider schreiben wir das Jahr 2021 und leider werden wir wirklich tatsächlich angegriffen. Als Filmautor und Filmemacher habe ich jetzt einfach mal eine Idee. Natürlich hätte ich das jetzt wunderbar in Szene setzen können, will ich aber nicht. Hört mir einfach zu. Was wäre, wenn wir wirklich auf diesem Planeten Erde unter Fremdherrschaft im Moment seit 2020 wären? Denn alles, was wir senden, kann auch empfangen werden. 1945 haben wir eine Wahnsinnssendung ins All geschossen, sozusagen. Also nochmal hinhören. Wenn Fremde uns betrachten oder betrachtet haben und sie haben jetzt 100 Jahre gebraucht, um hierhin zu kommen, wir haben sie nicht entdeckt. Wir haben sie auch nicht erkannt. So, sie implantieren in den wichtigsten Köpfen einen Virus. Und dieser Virus nennt sich jetzt Corona. Wer sich wirklich tatsächlich 12 lange Monate mal Zeit genommen hat, nur Spaß vielleicht, hat sicherlich das Wort Corona mindestens mehr als einmal nicht nur gehört, sondern auch gelesen. Wie komme ich denn jetzt auf diesen Videoclip? Ich komme auf diesen Videoclip, weil ich soeben Fast Furious 9 gesehen habe. Ne? Ihr wisst ja, das Autorennen durch Klippen springen und was weiß ich. Es gibt jetzt 9 Fast Furious, diese mit Vin Diesel als Hauptdarsteller. Und man musste die Geschichte jetzt umändern. Man hat uns also Version 10 an sich schon adaptiert und gezeigt, dass es mit 10 weitergeht. Das ist schon fast eine Serie und gar kein Film mehr. Es sind zwar Spielfilme, die im Kino gelaufen sind, 1 bis 9 jetzt mit Vin Diesel. Und sie sind mit Wahnsinnsautos durch überall geflogen. Ihr wisst schon, sogar ein U-Boot war mit dabei. Aber egal, darauf will ich jetzt hinaus. Aber, so, in Version 9. Was haben die da getrunken? Richtig, sie haben reichlich Corona auf dem Tisch gehabt. Corona ist ein Gesöff, wohlgemerkt. Kann man trinken. So, worauf will ich hinaus? Ich habe mir wirklich alles mal angesehen. Ich habe mich untersuchen lassen. Wirklich. War eine Hammeruntersuchung und am Ende musste ich sogar, weil die sich entschuldigt haben, 9 Tabletten essen. Diese 9 Tabletten habe ich natürlich gegessen, ist klar, über ein Jahr lang. Und ich habe mich immer gewundert, die Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren Hautirritationen, gewaltige Hautirritationen und ich hatte kaum Kraft. Ich konnte also kaum Leistung, körperliche Leistung vollbringen. Ich musste also immer mit einer Handbremse im Leben sozusagen leben. So, ich habe das jetzt mal sein lassen. Ich esse also keine 9 Tabletten mehr. Ich werde auch keine Untersuchung mehr zulassen. Was mich da geritten hat, weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, ich war in ärztlicher und ich habe gesagt, hier Ärzte, okay, mach. Eine Fehldiagnose im März 2020 führte dann dazu, dass ich jetzt Ende 2021, es kommt nämlich jetzt 2022, zu der Überzeugung gekommen bin, etwas niederzuschreiben, denn mir ist etwas aufgefallen. Wenn wir doch ein Virus haben, diesen Coronavirus, warum ist dann ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Polizist, ein Arzt, nicht 1G. Sofort. Ja, 1G. Also wirklich tatsächlich so dermaßen geimpft, dass wir, die Staatsanwaltschaft, sogar die Anwälte, sogar
die Polizei, also alles, was wichtig ist, hätte er sofort 1G haben müssen. Hm? Also Spritzen ohne Ende. Ist aber nicht. Ich komme heute darauf, weil ich eine Person, die ich sehr liebe, aus Frankfurt und Frankfurt seit heute 2G haben will. Ich empfinde mittlerweile das G-Wort als Waffe. Ich empfinde diesen Virus mittlerweile als Waffe, weil wie ich der erste, ich war wirklich tatsächlich der erste Corona-Patient. Das ist jetzt kein Scherz, deswegen stehe ich vor laufender Kamera, weil ich das sagen darf. Das ist urkundlich begründet. So, im März 2020 hatte ich eine leichte Schwäche, weil es ging mir nicht gut. So, es ging mir wirklich nicht gut. Ich bin zum Arzt und der Arzt hat mich untersucht, war der Meinung, irgendwas mit dem Herz. Gut, er hat mich nicht eingewiesen, nö. Ich durfte mir ein Taxi rufen. Dieses Taxi hat mich dann in die Uniklinik gefahren und ich bin wirklich sehr schwach zur Aufnahme, also erst zu einer Aufnahme, die sagte, nee, Sie müssen in die andere Aufnahme. Also bin ich von da im Schwachzustand hingegangen, wirklich sehr langsam, und war dann dort und die guckten mich an und alle waren hellauf in Unruhe, was ich ja noch nicht wusste, dass da irgendwo eine Art Pandemie herrscht. Jedenfalls bekam ich das Stäbchen, man hat mich untersucht und sofort in irgendein Zimmer. Und da ich mich da ausruhen konnte, ging es mir an sich schon besser. Aber egal, man hat mich dann sofort in die Abteilung geschoben, wo ich doch anfing zu denken. So, und da ich nun mal der bin, der ich bin, also habe ich die Kamera scharf geschaltet und habe jegliche Station gezeigt. Heute darf man das nicht zeigen, heute darf ich auch darüber nicht sprechen, aber ich werde es tun, weil ich festgestellt habe, dass Staatsanwaltschaft, Richter und so weiter gar kein 1G haben. Sie haben kein 1G. Sie sind also nicht voll durchgeimpft bis zum geht nicht mehr, sondern völlig normale Menschen wie du und ich auch. So, wer von euch ist denn in Kenntnis, welcher Richter, welcher Staatsanwalt, welcher Anwalt, welcher Arzt vollkommen durchgeimpft ist? So, wie ich da also in der Intensivstation lag, der Uniklinik, man hat mich da zig Stufen nach unten gefahren, ich musste ja liegen, wurde aus mir ein sogenannter Corona-Patient. So, ich musste isoliert werden, ich musste isoliert liegen. Von 149 Kilo bin ich jetzt auf 65 Kilo geschrumpft, weil man reichlich mit mir Unfug getrieben hat. So, dass ich jetzt vor laufender Kamera stehe, wird halt noch mehr Unfug getrieben werden, weil ich die Wahrheit nicht als die Wahrheit sage. Ich sage die Wahrheit und ich bleibe auch bei der Wahrheit, weil ich habe sie ja schriftlich. Ich habe sie schriftlich. Okay, so. Ich stehe jetzt hier vor dieser Kamera und spreche über das Thema Corona, weil ich, wie gesagt, seit März 2020 in Duldung aller, die hier waren, sie nannten sich Freiheitsboten, sie nannten sich Querdenker, sie nannten sich die Basis. So, die Basis war okay, weil es waren Polizisten für Aufklärung, es waren Ärzte für Aufklärung. Und da sind wir beim Kernthema. Polizei, Ärzte. So, das sind für mich gebildete Menschen, denen ich mich anvertraue. Ich vertraue mich eines Polizisten an. Hallo, ich brauche mal deine Hilfe. Hier, schau mal. Einen Arzt an. Hier, mir geht's nicht gut. Schau mal oder nicht. Hm? Polizei und Ärzte sind doch wirklich die Leute, in der Hoffnung, dass es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wenn ihr euch mit einem Rechtsanwalt, mit einem Staatsanwalt, mit einem Polizisten, mit einem Arzt auseinandersetzt, positiv, und euch keine Gewähr geleistet wird, dass man euch hilft, dann stimmt doch etwas nicht. Jetzt kann ich spaßig sagen, vielleicht sind sie unter uns. Ich habe leider die Brille noch nicht gefunden, wie in dem gleichnamigen Spielfilm, sie sind
unter uns. So, wenn ihr so eine Brille findet und plötzlich erscheinen Menschen in einem völlig anderen Licht, was macht ihr dann? Was würdet ihr machen, wenn das wirklich so wäre? So, wie komme ich jetzt auf dieses Video, wie komme ich überhaupt darauf, mit euch darüber zu diskutieren? Weil ich doch ganz genau weiß, dass ihr weder mit mir darüber diskutieren würdet, ihr würdet weder sagen, dass das stimmt, was ich sage, weil ihr alle gewissen Einfluss und diesen Einfluss auch wirklich tatsächlich auf den Weg bringt. Ja, viele von euch bringen einen Einfluss auf diesen Weg, wie jetzt in Frankfurt 2G. So, da ich mich wirklich tatsächlich habe untersuchen lassen, komplett untersuchen lassen und ich alle Berichte habe und mein Arzt auch, hier steht eine völlig normale Person, männlich, die keine Erkrankung aufweist. Weder ein Virus oder was weiß ich auch immer. Eine völlig normale Person eines gewissen Alters, was ab einem gewissen Alter der Körper nun mal macht. Die Sehkraft wird weniger, die Aufnahmefähigkeit wird weniger, das Herz wird ein bisschen weniger, alles wird ein bisschen weniger. Ist so. Jeder, der gerade frisch geboren wird, sollte an sich alles haben, um piu, hatte aber leider auch nicht. Viele Babys sterben, viele Heranwachsende sterben, also wir sterben alle. Punkt, fertig, aus. So, aber Diagnose gesund ist Diagnose gesund. Punkt. Und alle Menschen, die diese Diagnose haben, du bist gesund, das ist verbrieft. Das liegt dem Arzt vor und der Arzt sagt, ich kann, jo, puh, wenn es Ihnen etwas schlechter geht, kommen Sie wieder. Ne? So, das ist die Wahrheit, nicht das ist die Wahrheit. Was ist mit dem? An alle Menschen, die verbrieft eine Vorlage haben, dass sie gesund sind. Es sind richtige, gesunde Menschen. An alle gesunden Menschen, was sind wir jetzt? Wir sind keine Genesenen. Wir sind auch keine Geimpften. Weil wir gesund sind, können wir nicht. Was ist mit den sogenannten älteren Menschen, die eine Vorerkrankung haben? Eine Vorerkrankung des Alters, weil das Herz schwächer wird, weil der Körper etwas schwächer wird, weil die Sehkraft schwächer wird. Es ist natürlich eine erstklassige Geschichte, die hier abläuft, weil ich sehe das jetzt Spaß, ich möchte keinen Spaß verbreiten, weil es ist gefährlich. Nur ich habe mich mit Corona beschäftigt. Ja, ich habe also Corona persönlich erlebt. Ich habe Corona persönlich gesehen als Flasche zum Trinken, Corona, in Spielfilmen und so weiter. Ich habe mir die Filme angesehen von 69, 70. Dann gab es einen Spielfilm 79, dann gab es einen Spielfilm 89. Dann die Simpsons, die über Covid-19 da am Philosophieren waren, auch das. Ich glaube, Folge 4 war das. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Serienblock. Dann habe ich diverse andere Sachen mir halt auch angesehen. Und da ich jetzt, wie gesagt, diese Damen und Herren der Corona-Fraktion mir angehört, ja, ich habe also zugehört, die Basis, den Anwälten, ja. Ich habe mir auch gerade angesehen, was in Stuttgart so abgegangen ist. Ich habe mir angesehen, wie die Polizeikräfte gearbeitet haben. Es ist nur merkwürdig. Polizei für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung, Rechtsanwälte für Aufklärung, Wissenschaftler für Aufklärung. Cool, ne? Nur wenn Außerirdische hier wirklich tatsächlich am Wirken wären, könnte das so sein, wie es jetzt gerade ist. Ja, denn etwas kann ja wohl nicht stimmen. Ich gehöre zur Industrie 4.0, ich arbeite mit Computern und ich arbeite auch gerade dran Win 11. An sich könnte ich warten, bis Win 11 so ausgereift, dass es auf jeden Rechner fahrbar also ist. Ich weiß auch, dass Win 11 uns wieder etwas entzieht, dass nicht alles funktionieren wird, was vorher funktioniert hat. Dass auch alle Programme, die folgen werden, auf Win 11 zugeschnitten sein müssen und so weiter. Also, aber ich experimentiere gerne und ich mag den Computer.
seit meinem 10. Lebensjahr mag ich diese Maschine. Ist nur eine Maschine. Ja? So. Und diese Maschine hat viel Spaß mir gemacht, weil ich da in dieser Maschine rumfummeln konnte und viele Sachen erleben durfte und daran teilhaben, was diese Maschine in Wirklichkeit könnte, wenn man wirklich tatsächlich so viel Ahnung von dieser Maschine hätte. Ich bin nur ein User, ein Anwender, der gewisse Anwendungen aber auch technisch umsetzen kann. So. Auf dieser Basis habe ich dann eine Firma gegründet und auf dieser Basis habe ich sie seit über 40 Jahren am Laufen. Eine Firma, die 40 Jahre läuft, wird jetzt durch Corona angegriffen. Meine Person wird angegriffen, die Firma wird angegriffen, alles wird angegriffen, meine Kunden werden angegriffen, ich bearbeite deren Sachen und da die angegriffen werden, merke ich also, was los ist. Ja? So, rein rechtlich betrachtet sind wir alle in Gefahr. Alle, jeder Einzelne. Weil ein Staatsanwalt, ein Richter, ein Anwalt, ein Arzt nicht 1G ist. Sie sind nicht 1G. Weil man steht vor einer Person, ohne im Wissen zu sein, dass diese Person 100% gesund, 100% im Wissen. Sobald man nämlich eine Frage stellt, müssen wir ja in Kenntnis gebracht werden, dass diese Frage, die gestellt wurde, auch ordentlich beantwortet und somit wir durch diese Frage im Wissen anhand dessen, was wir gehört haben, also ergo auch leben. Ja. Ihr lebt in einem gewissen Wissen. So, alles was ihr wisst, wisst ihr durch andere und ihr seid davon überzeugt, dass das, was ihr wisst, wirklich tatsächlich stimmt. So. Und ich stehe jetzt hier vor dieser Kamera, spreche und sage eine These, es stimmt etwas nicht. Wenn man wirklich tatsächlich dabei war, als erster Corona-Patient in der Uniklinik Essen auf der Intensivstation im Kellerbereich, und ich kann euch sagen, die Intensivstation möchtet ihr niemals besuchen oder dort liegen. Das sage ich euch. Wer auf der Intensivstation schon mal gelegen hat, sollte wissen, dass das Unangenehmste wäre, was es ist, wo du bist. Ist so. Weil eben eine Toilette ist nicht. Ne? Deine Sachen fliegen auch einfach da rum. Die sind nicht weg oder so. Du liegst auch nicht in irgendeinem Raum oder so. Das ist ein Riesending, ist das. Und du bist fahrbar, ist klar. Intensiv bedeutet, wenn Gefahr droht, musst du auch sofort in irgendwo hin. Zur Reparatur auf Deutsch gesagt. Dein Herz oder deine Niere, keine Ahnung. Irgendetwas muss ja sofort an dir stattfinden, also eine Operation, damit du am Leben wieder teilhaben kannst. Das ist halt so. Das ist die Intensivstation. Ich habe mir das jetzt wirklich tatsächlich angesehen. Ich habe eine Textur geschrieben, die ich vielleicht auch veröffentlichen werde, aber nicht für euch, den Zuschauer, sondern wirklich tatsächlich der Obrigkeit. Ich habe Tests gemacht, ich habe die Obrigkeit angesprochen. Die Obrigkeit hat gesagt, ja, ich frage mich gerade, wozu haben wir eine Obrigkeit, wenn die gar nicht dafür zuständig ist. Sie leiten es natürlich zurück, da wo du wohnst. Da wo du wohnst, ist nämlich jemand, der dann dafür zuständig ist, was du dem Obersten gefragt hast, ob das der Kanzler ist, egal. Du bist ja der Meinung, dass die Person Kanzler oder die Person Oberster da oder Herr Spahn als Minister zuständig. Nee, eben nicht. Ich finde das hochgradig interessant. Ich finde diese Art von Deutschland, Föderalstaat, 16 Bundesländer und dass eine Stadt wie Frankfurt da 2G macht, du darfst nichts mehr einkaufen, du darfst nichts mehr essen. Ja, ich finde das hochgradig interessant. Das ist eine Erpressung. Und eine Erpressung darf niemals stattfinden. Niemand darf dich erpressen. Punkt, fertig, aus. Egal wer du bist, eine Erpressung ist nicht erlaubt. Punkt. Gut, wenn das jetzt alles Außerirdische sind und wir lassen uns von diesen Außerirdischen verarschen, selber schuld. So. Eine Greta
So ein junges Ding steht vor einer Kamera und macht bla 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 bla. Mach du das doch mal. Mach du doch mal in der Öffentlichkeit bla 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 bla. Hm? Diese Sekunden meiner Grimassen jetzt hier hat euch doch wieder geschockt, oder? Ach, herrlich. Also, ich habe dieses Video veröffentlicht. Gedanken sind frei. Ihr müsst das jetzt so als Film sehen. Was anderes ist es nicht. Hat nichts mit Realwelt zu tun. Das ist fiktional. Das ist Amazon. Das ist YouTube. Das ist Facebook, Instagram und natürlich TikTok. So, TikTok ist also auch hochgradig interessant. Ich habe da zwei, die haben mal die Kamera gedreht und hatten sofort 200 Zuschauer. Wie sie die Kamera wieder zurückgedreht haben, auf sich und haben gesprochen, vorher haben sie auch gesprochen, aber sie haben was anderes gezeigt. So, sie haben umgedreht und dann konnte man die beiden wieder sehen, dann hatte man plötzlich wieder nur 3 Zuschauer. Was sagt uns das? So, die Kamera wird gedreht und man zeigt etwas und sofort schauen 200 Personen zu. Wo sie herfahren, die Gebäude, die Straßen und so weiter. Dreht man es um, man sieht nur 2 Personen und dann sehen diese Personen nur 3 oder 5. Bei einer hatte ich auch Spaß, weil das war Zufall, morgens um 5. Die war so witzig, da haben auch 189 Leute zugeschaut und die war so baff, dass da so viele zugeschaut haben, dass sie natürlich alles gemacht hat, damit das Phone unter Strom. Und sie hat den ganzen Tag gefilmt, sie hat den ganzen Tag da Sachen gemacht. Und nachher habe ich sie gefragt, und, hast du wenigstens was verkauft? Nö, sie hat nichts verkauft. War auch der schlechteste Ort irgendwo, in Hamm war das, auf dem Flohmarkt, bei Tengelmann oder was das da war. Jedenfalls hat sie da nichts verkauft, aber sie hatte viel Spaß gehabt. Das hat man gesehen. Ich habe nicht den ganzen Tag zugeschaut, aber ich habe zugeschaut lange. Und ich habe mir gesagt, komm, schau dir das mal an. Also habe ich das da gezwitscht auf eine riesen Leinwand. Und auf der riesen Leinwand habe ich mir das da mal angeschaut, das Ganze. Und somit habe ich TikTok entdeckt. TikTok. Hm. Ja, YouTube bin ich ja schon lange, weil das das erste war. Nein, es war nicht das erste. ICQ war das erste. Skype war das erste. Danach kam erst YouTube. So, da ich aber hier viel zu lange schon stehe und euch etwas sage und ihr nicht versteht, was ich gesagt habe, höre ich auf. Hm? Also ich mache jetzt dieses Video zu, begrüße euch total und recht herzlich und ich würde mich freuen, wenn ihr selber mal anfangt zu denken, nachzudenken, denn hier stimmt wirklich tatsächlich etwas nicht. Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Richter, Ärzte sind nicht 1G. Hm? So, auch Polizei ist nicht 1G. So, wenn nur 2G einkaufen dürfen, wenn 2G nur am Leben teilhaben dürfen, ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. So, du willst jetzt unbedingt 2G sein, ne? Du willst jetzt unbedingt 1G sein, ne? Du willst zu dieser Gesellschaft gehören. Du gehörst aber zu der kompletten Gesellschaft. Denn du 1G, auch du 2G, müsst Maske tragen. Ich habe jeden Tag hier Leute, die sogar bis zu 3-mal hier geimpft sind. Ich habe sogar einen, der ist sogar 4-mal geimpft. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Der Mann ist 96 Jahre alt. Ein bisschen euphorisch, aber egal. So, und trotzdem trägt er Mund- und Nasenschutz und so weiter. Wenn ihr nicht anfangt zu denken und wenn ihr nicht anfangt, das zu sein, was ihr seid, ein Mensch, ein Bürger, in einem Föderalstaat, 16 Bundesländer, wo Hoheitsrecht Amerika, ja, gibt es, Hoheitsrecht England, auch das gibt es auf deutschem Boden. Auf deutschem Boden gibt es verschiedene Hoheitsrechte. Fangt an zu denken. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Fang an zu denken, dann jagt dem Gedanken mal nach
und kommen auf einen Konsens des Gedanken, was du gedacht hast, ob dieser Gedanke vielleicht nicht doch ein Fünkchen Wahrheit hat. So, jetzt dürft ihr mich natürlich wieder in den Kakao ziehen. Wie immer, jetzt dürft ihr auch... Ach, macht doch, was ihr wollt.